Vom 6. bis zum 8. Mai fand in den Niederlanden, genauer in Tillichte und Reutum, die 15. Ausgabe der Europameisterschaft im Friesensport statt. Bei diesem Wettkampf wird unterschieden zwischen den Jugendbereichen mit männlicher und weiblicher Jugend und zwischen den Altersgruppen Frauen und Männer. Auch Bosler aus dem Sendeland nahmen an der Europameisterschaft teil. Der sogenannte Friesische Klotschießerverband FKV, bestehend aus Ostfriesen und Oldenburgern, musste sich an allen drei Wettkampftagen gegen Schleswig-Holstein, den Niederlanden, Italien und Irland messen. Im Folgenden berichte ich über zwei Nachwuchstalente, welche aus der Gemeinde Großheide kommen und es durch die vorangehende Qualifikation bis zur EM geschafft haben. Schon am Freitag konnte sich ganz überraschend der 16-jährige Fabian Schiffmann im Jugendbereich mit der Eisenkugel gegen 19 weitere Gegner durchsetzen und wurde mit 1484,5 Metern nach 10 Wurf Europameister in seiner ersten EM. Das Gefühl, das war eigentlich erst gar nicht zu beschreiben, weil man einfach in die Leute reingeworfen hat, die für einen waren, die für einen gejubelt haben. Und da habe ich einfach nur geschrien, alles rausgeschrien und dann sind alle auf mich losgegangen und das war einfach unnormal. Fabian hatte mit einem Sieg eigentlich gar nicht gerechnet. Er ist stets mit dem Motto, dabei sein ist alles, nach Tillichte gereist. Wenn ihr jetzt Erster ist, dann nehme ich das natürlich gerne mit, aber ich wäre auch mit dem 3., 4., 5. oder 10. zufrieden gewesen. Am Samstag fand in Reutum das Klotschießen und somit der zweite von insgesamt 3 Wettkämpfen statt. Auch hier hatte die Großheiderin Jasmina Dohlmann die Chance auf den Europameistertitel. Da ihre Gegnerinnen jedoch gut vorgelegt hatten, musste Jasmina mit ihrem letzten Wurf an ihre Bestleistung kommen, um ihre Konkurrentinnen zu übertreffen. Letzter Versuch. Viel Erfolg. Wegkissen, ja, fantastisch aus. Und das schaffte sie. Sie warf 53,13 Meter und wurde ebenfalls in ihrer ersten EM Europameisterin. Wie fühlt man sich denn jetzt als frisch gebackene Europameisterin? Ich fühle mich jetzt richtig gut. Also die Erleichterung ist jetzt da und ja, vorher war ich sehr nervös, aber jetzt ist das ja alles wieder weg und ich fühle mich jetzt richtig gut, dass ich das so erfolgreich hinter mir gebracht habe. Hättest du das gedacht, dass du als Europameisterin zurück nach Großheide fährst? Ich habe das nicht erwartet, also ich hatte eigentlich gar kein Gefühl. Ich bin hier einfach ganz locker hergegangen. Ich hatte mich gefreut, auch mit der Mannschaft zusammen ein gutes Ziel zu erreichen. Und ich habe mich richtig gefreut, dass ich das geschafft habe. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Die Europameisterschaften sind zu Ende und egal, ob man eine Medaille gewonnen hat oder nicht, die Werferinnen und Werfer können sehr stolz sein, es überhaupt bis hierhin zur EM in den Niederlanden geschafft zu haben. Ich bin Marcel Zimmering und ich war für den Friesischen Rundfunk in Reutum. Großheide TV. News und Interessantes aus Ostfriesland.